Aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt so davor stehe, diese Kombination aus diesem BMW M-Stoff, Pole Position, Leder und das Lenkrad, mehr geht nicht. Mehr brauchen wir auch im Innenraum gar nicht, ne? Ich glaube wirklich, ich habe in meinem ganzen Leben selber noch nie einen nigelnagelneuen Motor verbaut. Perfekt. Jawohl. Wird doch langsam. So. Jetzt kommen zwei Sachen, die wollte ich eigentlich direkt nach dem Lackieren reindrücken. Aber wir haben es uns aufgehoben bis zum Schluss. Womit fangen wir an? Och, ich würde sagen, vielleicht mit dem Kiemen. Das ist ja so eine Sünde eigentlich, an so ein Auto jetzt ein Chromteil ranzumachen. Nein, ist es nicht. Ich feiere es aber. Ganz viele würden die jetzt irgendwie schwarz lackieren oder wie auch immer, ne? Aber ich finde es gerade geil. Also jetzt muss ich sagen, bei einem schwarzen Auto, das so schwarz ist, könnte ich es nicht verstehen, wenn es schwarz wäre, weil dann hast du ja gar keinen Kontrast mehr. Egal wie, kannst du einfach reindrücken. Ich liebe dieses Designelement an dem Auto, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe dieses Reinklicken. Wenn es so klickt. Ist ja nicht so, als hättest du mich heute schon, glaube ich, 10-mal gefragt, wann wir das Zeug reinklippen. Auch einfach rein? Ja. Also man muss diesen Chromgrill, ist ja ein Grill, muss man halt definitiv eine Chance geben. Also ich kann das schon verstehen, dass einige das jetzt so in der heutigen Zeit so ein bisschen Tuning-mäßig, ATU-mäßig finden, ne? Aber ich persönlich... Alter Kirsch. Oh. Ja. Geil. Was genau am CSL ist überhaupt alles anders? Der eine oder andere hat jetzt bestimmt schon was gesehen, was anders ist, aber was haben wir eigentlich bisher alles so umgebaut? Da sind wir noch gar nicht so explizit drauf eingegangen. Ich habe schon gesagt, CSL hat immer ein Carbondach, das ist mittlerweile drin. So der gröbste Eingriff, würde ich sagen, an der Karosse, ne? Mhm. Ja, einmal zu erkennen natürlich an den Kotflügeleinsätzen, hinten am Emblem M3 CSL, das Carbondach. Ja, und dann halt, wenn du so ein bisschen im Innenraum guckst, ne? Innenraum. Der ganze Carbon-Innenraum. Genau, Innenraum ist halt... Das hier CSL? Genau. Türverkleidung vorne, Türverkleidung hinten. Dann CSL-spezifisches Lenkrad mit der 1-Sport-Taste. Mhm. Heckklappe, Frontstoßstange, Diffusor. Heckklappe ist mein Favoritenteil. Für mich die schönste Heckklappe, die es gibt. Für mich auch. Ich finde diesen Spoiler hinten drauf, diesen... Ducktail, Wing, Bürzel, wie man es nennen will, ist einfach so eine geile Heckpartie. Das ist einfach brutal geil. Ja. Stimme ich dir zu. In unserem Fall hatte ich auch noch die Chance, tatsächlich über Quellen originale CSL-Teile zu kriegen. Das heißt, eine originale Heckklappe. Wobei, die gibt es, glaube ich, noch zu kaufen sogar, ne? Oder ja, gab es noch zu kaufen? Wird nachproduziert aktuell, ja. Ist das Witzige, die ist auch so ein Presskunststoff irgendwie? Also ist kein Blech, kein Carbon, sondern wirklich so ein... Ganz spezielles Material, ja. So ein Presskunststoff. Dann gehört noch dazu... Dieser Einsatz. Der ist tatsächlich aus Vollcarbon. Auch schon geil, wenn man es in der Hand hat, ne? Wiegt wirklich gar nichts. Ist ab Werk wirklich grundiert, die Fläche Sichtcarbon? Den müssen wir da jetzt reindrücken. Mhm. Wollte ich auch direkt machen, durfte ich auch noch nicht. Das wird, glaube ich, das Gesamtbild auch noch mal massiv verändern. Lass mal gucken. Ja, muss ein bisschen ausrufen, das müssen wir ein bisschen ausrichten. Sexy. Geil. Ist auch so ein typisches Teil, was einfach nur als Originalteil so geil passt.
alles, was du im Zubehör kaufst, kannst du niemals so reinschlagen. Erstens das und dann halt der Abschluss, ne, natürlich hier, ja, zur Stoßstange. Sieht man schon. Das ist schon extrem geil. Macht doch den Arsch irgendwie noch fetter, ne? Ist eigentlich, wenn du es siehst, ne, der Diffusor ist nicht viel. Es ist ja nur das Kleine, was so ein bisschen raussteht. Original ist einfach so abgeflacht, ne, aber es macht so viel aus. Also genau, weil es halt passend so zu den Intron einfach so rübergeht. Die, ne, wir übrigens noch ausrichten müssen, mhm, was man jetzt auch erst sieht, aber ja. Letzter Punkt. Ein Punkt, der für mich optisch eigentlich der entscheidendste ist. Stoßstange vorne. Hm. Also, bei dir auch, ne? Wenn du so vor der Front stehst, einfach nur. Bei der Stoßstange ist einfach das Geile, dieses fette 100er Loch für die Ansaugung. Und dann dieses, ich finde bei der Stoßstange so geil, dieses gerade geschlossene, ja, ja, kantige. Dass einfach nur in der Mitte eine Hutze für den Kühler ist, eine Hutze für die Ansaugung, fertig. Ich finde auch diese Unsymmetrie durch dieses eine Loch irgendwie gerade so geil, ne? Also dass es keine zwei Löcher hat, sondern halt, ja, nur das, ja, eine. Ich finde auch, das gab es nur beim CSL. Dazu gibt es dann hier unten diese Ecken, die sind wieder aus Carbon, wobei die ganze Stoßstange ist aus Carbon. Ja. Die ganze Stoßstange ist wirklich aus Carbon und die Ecken sind zusätzlich auch aus Carbon. So, und somit haben wir eine vollwertige, originale CSL-Optik. Aber wenn man jetzt so hier vorsteht, ist schon... Mega, ne? Genau richtig. Was krass ist halt in der Zeit, wenn du, ja, siehst, was man erschaffen hat, ne? Ich finde auch diese Spiegel sexy vom M3, vom E46. Die können auch was. Gibt es jetzt irgendwas, was dir noch nicht so zusagt, oder? Nö, ja, doch, ja. Geht alles so in die richtige Richtung. Ja, mega. Jetzt haben wir die Optik geklärt. Natürlich kann und darf dieses Fahrzeug aber nicht original bleiben. Geht einfach nicht. Auch so ein Fahrzeug muss ein bisschen getuned werden, deswegen reißt man die Haube bitte einmal auf. Und zwar, der CSL hatte nämlich damals auch original, das ist so das CSL-Geräusch. Jeder hat schon mal E46 M3 CSL bei YouTube eingegeben. Die schreien einfach des Todes und das liegt an diesem dezenten Gerät. In dem Fall keine originale CSL-Box, wahrscheinlich unbezahlbar, niemals zu bekommen, weil es gab so wenig Autos davon. Also man hätte, glaube ich, noch eine bekommen irgendwie, aber qualitativ gar nicht mal so gut wie die jetzt. Das, mhm, ist das eine und das andere wirklich also drei- oder viermal so teuer. Hier, ja, wieder Carbonios aus Spanien, muss ich wirklich sagen, echt geil verarbeitet. Ja. Und das Krasse ist jetzt halt auch gerade mit unserer CSL-Stoßstange, das Ding saugt wirklich unten RAM-Air-mäßig durch die Stoßstange an und schiebt dann hier rein, Alter. Und guckt euch mal das an hier. Und hier ist ein großer Plattenfilter drin, ne? Ja, genau, der geht jetzt quasi über die komplette Länge. Kann man ungefähr sagen, was die an Leistung bringt? Ja, da wir ja schon etwas am Aggregat geändert haben, ist jetzt schwierig zu sagen, aber im Normalfall, wenn du jetzt von 343 PS ausgehst, kommst du schon auf 25 bis 30, 35 PS plus. Echt, so viel mehr? Ja. Der CSL-Motor, der hat jetzt original 360 PS. Meinst du, die funktioniert besser als eine originale CSL-Airbox? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber, mhm, uns spielt halt in die Karten, dass es ein wirklich frischer Block ist und man da nochmal etwas optimieren kann. Klar werden es keine 400 PS werden, aber wenn nochmal 10, 12, 15 oben drauf kommen, denke ich, mit gutem Sprit, passt es, ja. Kann einfach aufgebaut werden oder muss irgendwas geändert werden? Kann einfach aufgebaut werden, aber wir müssen dann natürlich unseren Schlauch von der Motorentlüftung zum Beispiel verlängern. Dann haben wir hier oben ein Umschaltventil für Unterdruck, also für deinen Bremskraftverstärker zum Beispiel. Das brauchst du auch extra explizit, mhm, vom CSL. Und natürlich sind wir ja dann nicht mehr bei einer Luftmasse- und Lambda-Sondensystem, sondern bei einer Alpha N. Mhm. Sprich, weißt du ja auch, gibt nur noch Ansaugluft und Lambda. Beziehungsweise Ansaugluft-Temperatur. Da gehen wir einfach an den Stecker vom originalen Luftmassenmesser. Das wird dann im Grunde das komplette Steckergehäuse entfernt. Da gibt es zwei Pins, die einfach nur für die Lufttemperatur zuständig sind. Die greifen wir uns ab, verlegen ein Kabel unter der Brücke, wie es auch beim CSL war, und gehen hier. Da hast du den originalen Anschluss drin für den Temperatursensor. Mhm. Einfach mit einem originalen BMW-Temperatursensor rein, stimmen dann das Motorsteuergerät auf die Alpha N ab, also auf
originalen CSL-Datensatz quasi optimiert. Das Ganze auf ein Seriensteuergerät und dann läuft das. Ja. Das heißt, original sitzt in der Ansaugung ein Luftmassenmesser, der einfach erkennt, wie viel Luftmasse in den Motor reingeht. Genau. Geht hier einfach nicht mehr, weil A, das Ding so riesig ist und B, wir natürlich diesen Ram-Air-Effekt haben. Das heißt, es gibt Momente, wo der Motor gar nicht saugt, aber von vorne Luft durchgeschoben wird. Deswegen muss dieser Luftmassenmesser hier ausprogrammiert werden. Und das Teil läuft quasi nur noch über Drosselklappenstellung und Drehzahl. Daraus errechnet er die Luftmasse, die jetzt gerade theoretisch in dem Motor sein müsste. Ja, that's it. Gut erklärt. viel mehr ist es eigentlich gar nicht, ne? Weil für mich zählt wirklich nur Sound. Das Ding muss schreien. Muss einfach nur schreien. Da kannst du Gift aufnehmen. Ah, auf und ich Fall. Glaube, ich könnte mich auch jeden Morgen hier so die Haube aufreißen und in diesen 200er Schlauch da reingucken. ja. Das feiere ich auf jeden Fall. Okay, so, einmal nochmal auf die Bühne, weil wir müssen unten auch nochmal ein bisschen gucken. Ja. Also dieser Unterboden macht mich jedes Mal aufs Neue fertig. Also, auch. Man muss einfach sagen, das ist wirklich geisteskrank. Der ist einfach wie neu. Also ich sage sogar besser als neu. Ich sage auch besser als neu. Das ist wirklich, zieht euch mal das alles rein, wie glatt das alles ist. Wie sauber das alles ist. Du kannst alles an diesem Unterboden anfassen, ohne dreckige Finger zu kriegen. Ablecken kann man das. Im Gegenteil. Ich würde mal sogar behaupten, wir machen es sogar dreckiger beim Anfassen so ungefähr. Ne? Ja. Die Hinterachse mit dem Diff. Also man könnte sich, glaube ich, auch mit einem Campingstuhl einfach da drunter setzen. Ja. Eine Stunde. Ich habe auch schon 1.000.000 Fotos gemacht, weil es einfach so krass aussieht. Ich sehe auch gerade eine Perspektive, die muss ich nochmal wieder schnell fotografieren. Ist ja nicht so, als hätte ich dir nicht schon 4000 Bilder geschickt, glaube ich. Geil. Naja, also dieser Unterboden, ich würde ihn euch liebend gerne zeigen. Der ist wirklich... Meinst du wirst sowas normal machen? Ich hoffe. Ja. Die sind übrigens nicht neu, die Katalysatoren, sondern selbst die habt ihr geschliffen und poliert. Ne? Ja. Krass. Wenn krass, dann krass, krass, richtig. So, jetzt ist das Problem, eigentlich hatten wir dieses Fahrzeug auch vor, richtig zu nutzen. Ja. Irgendwann mal war das der Plan. Wenn man sich das Ergebnis jetzt anguckt, ist es eigentlich ein Museumsauto. Aber ich denke mal schon, dass wir das Fahrzeug hier und da auf der Rennstrecke mal bewegen werden. Rennstrecke heißt jetzt nicht Hardcore-Rennstreckeneinsatz, sondern einfach mal nur so wie unser Trackday neulich ein paar Runden drehen. Ne? Ja. Und genau dafür hat uns nämlich Malte etwas rübergeschickt, ja. Was ein absolutes Muss ist, alleine weil alte Kühler sehen immer total Schrott aus. Das heißt, die kann man auch nicht aufarbeiten. Nee. Wenn man so einen Kühler hier hat, der wird für immer so aussehen. Da ist nach 20 Jahren einfach die Luft raus. Ne? Und deswegen gibt es für den E46 M3 von CSF Upgrade-Kühler. Ja, kann man so sagen. Das heißt, wir haben einmal einen Upgrade-Wasserkühler. Genau. Vorteil davon, außer dass er neu ist und geil aussieht. Einmal der Vorteil der Haltbarkeit. Du hast öfters mal bei BMW, jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei Audi ist, das Problem, dass die dann hier an den Stellen, wo die verpresst werden, werkseitig undicht werden. Ne? Da ist ja dann ein Gummikäder drin oder eine Dichtung. Dann natürlich Plastik tausendmal heiß-kalt, wird irgendwann spröde, porös. Dann reißen entweder die Flansche ab oder es reißt an sich. Den kannst du ja schon mal aus dem Weg gehen, einfach deswegen, weil der ganze Kühler hier voll Aluminium geschweißt ist. Also da wird erstmal nichts passieren. So, das ist das eine, die Haltbarkeit. Das andere ist, er ist etwas größer. Man muss auch wirklich sagen, nur etwas, weil es einfach bauraumbedingt bei dem Auto nicht geht, da wir ja originale Anschlusspunkte und Befestigungspunkte brauchen. Gleichzeitig hat er aber eine viel, viel krassere, verbesserte Netzstruktur, die einfach mehr Wärmeabgabe an die Außenluft ermöglicht und du somit halt einfach auch mehr Kühlleistung erzielst. Genau. Das heißt, dieses Netz ist bei dem neuen Kühler einfach viel, viel feiner. Ne? Du hast einmal diese ganz feinen Maschen hier, hast du feiner gewickelt. Das heißt, du hast mehr Fläche am Ende, die Wärme abgeben kann. Genau. Und gleichzeitig auch, da sind wir wieder wie bei Ladoff-Kühlern, bei diesem Tube and Fin, Bar and Blade-System, ist einfach auch bei dem Kühler so optimiert, dass wiederum das Wasser mehr Wärme abgeben kann. Genau. Dazu dann diesen wirklich... Sieht schon fast aus mehr wie so ein Ladeluftkühler oder so, ne? Diesen fetten Ölkühler. Also der ist ja wirklich quadratisch, praktisch, länglich gut. Das ist echt mal ein Ölkühler, ne?
Da ist es aber auch so, bei dem Kühler jetzt, der ist wirklich 2,5-mal so groß als der Serienölkühler. Ja. Also du hast mehr Volumen, kannst auch mehr Öl fahren, das heißt mehr im Kreislauf, braucht länger, bis es sich erwärmt und gleichzeitig natürlich auch höhere Kühlleistung. Wenn man so ein E46 auf der Rennstrecke bewegt, hat man dann Temperaturprobleme, sowohl Wasser- als auch Ölkühler? Ja, es kommt darauf an, wie du fährst, aber wir zum Beispiel oder ich mit meinem Feuer Nordschleife und da ist es schon so, also dass du den Kühler schon extrem merkst, ja, Öltemperaturtechnisch, ja. Weil man wahrscheinlich sonst Richtung 130, 140, 150 Grad kommt. Ja, also 20, 25 Grad habe ich weniger alleine durch den Kühler. Ja. Krass. Okay, ja, mit den Komponenten sind wir auf jeden Fall für die Nordschleife jetzt gerüstet. Ich glaube nicht, dass wir da landen mit diesem Fahrzeug. Nee, ich glaube auch nicht. Aber ein bisschen Spaß haben werden wir auf jeden Fall mit dem Ding. Ne? Also Max, ich muss sagen, das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, dass wir den Krümmer so penibel genau gewickelt haben. Weil man sieht ganze 3,5 cm davon. Aber fürs Gewissen. Was soll ich sagen? Fürs ja. Gewissen, fürs Gewissen ist geil. Richtig. Viel interessanter ist, was passiert jetzt hier hinter? Eigentlich ja. Straight Pipes, Rohrbogen nach unten, wird aber absolut kacke an diesem Fahrzeug garantiert klingen. Nur Krümmer. Und wird auch keine Leistung bringen. Und Leistung wird wahrscheinlich auch noch fehlen. Ja. Aber laut wird es sein, aber das wollen wir nicht. Bisschen laut wollen wir, aber nicht übertreiben. Ja. Naja, wir haben ja gesagt, so irgendwie ein bisschen mit Plakette und TÜV wäre ganz cool. Deswegen fahren wir auf jeden Fall wieder den serienmäßigen Cut. Und da gibt es auch gar nichts groß zu verbessern bei dem Auto, weil der ist schon serienmäßig Metaller, hat einen guten Durchsatz, kann viel Hitze ab und ja, muss man nichts eintragen. Ne? Richtig. Dieser sieht aus wie neu, ist aber nicht, nee. Weil ihr habt den so richtig geil schon wieder aufgearbeitet. Ne? Sauber gemacht und ein bisschen poliert. Krass. Ja. Ist das ein Keramik oder Metallcut? Metallcut. Ui. Ja, Keramik beim E46 gab es nur in den AG-Modellen, also halt 320i und so Zeug. Und M3 immer Metall. Okay, dann kommt original dieses Gerät. Genau, also hier ist Mini-Mittelschalldämpfer. Richtig. Welcher übrigens diesen komischen Klang an diesem Auto macht. Das ist Problem oder das Hauptteil ist dieses kleine Teil. Echt? Dieses blechernde? Ja. Das kann man auch so ein bisschen Mod machen, den abschneiden. Dann gibt es ein paar so Foren, in denen das schon viele gemacht haben. Und dann ist nur wegen dem kleinen Teil grundlegend der Klang schon anders. Ja. Also eine Sache, die bei dem Fahrzeug auf jeden Fall bleiben muss, sind auf jeden Fall vier Endrohre. Weil E46 M3 wüsste ich jetzt keine andere eine Kombination. Alter, stell mal vor, wir würden bei dem Auto jetzt so zwei ovale Dinger da reinmachen. Oh, so R4-Style. Ja, Duplex und dann nach oben so ein bisschen. Das gab's aber. Ja, DTM nach oben gab's ja in den 90ern. Gab's immer 2000. Astra Kombi und so zurück. Nein, der kann natürlich nicht wieder drunter, alleine weil, wie das aussehen würde an dem Unterboden und den wieder schön zu kriegen, eh nicht. Also muss eh eine andere Anlage her. Ja. Und jetzt liegt hier ja was Feines. Mhm. Erzähl mal. Es wird dir wahrscheinlich gefallen, ja, das ist eine Titananlage. Ja. Eine der letzten. Hätte ich doch die Titanschrauben alle bestellen müssen. Ne? Mhm. Ist echt Titan? Hm? Ja, kannst du mal hochheben, dann wirst du das gleich feststellen. Genau, eine Titananlage, Upcut, also die gibt einmal. gibt einmal Slip-On. Ist aber wirklich leicht. Genau, Slip-On wäre dann im Grunde hier ab Mittelschalldämpfer, also kannst du genauso original anflanschen und in dem Fall ab Cut. Denn wie gesagt, wenn man nur den Endschalldämpfer macht, hast du schon grundlegend einen anderen Klang, aber richtig gut wird es nur, wenn der Mittelschalldämpfer eben mit rausfliegt durch einen anderen oder keinen mehr. Und da es geil sein soll, aber nicht übertrieben mit Mittelschalldämpfer. Genau. Und alles aus Titan. Krass. Neue Dichtungen, neue Halter. Perfekt. Ist auch nicht hier so ein bisschen, gibt es ja viel so Taiwan-Style, aber weißt du selber, wenn man Titan schweißt, dann verfärbt sich's und das haben wir jetzt halt einfach gelassen da hinten. Wo habt ihr die gefertigt? Ist das hier German-Made? Das ist noch eine der letzten, die in Deutschland gebaut wurde, ja. Das ist aber auch schon 5, 6, 7 Jahre her. Mittlerweile fertigen die, also das habe ja nicht ich geschweißt, sondern eine Firma, die es für uns macht, im Ausland. Und das Problem ist, dass Titan so teuer geworden ist, dass dieser Werkstoff fast nicht mehr zu bezahlen ist für Abgasanlagen. Aber das ist jetzt tatsächlich eine MX Motorsports Titananlage. Genau. Chef. Gefällt mir. Gibt es nur leider keine mehr, du hast die letzte bekommen. Auch die noch die letzte, wie soll ich das wieder gut machen? Die Leute denken jetzt ja schon bei dem letzten Motor, den ich bekommen habe, ne? Jetzt auch noch den letzten Auswurf. Ja, so bin ich. Nee, aber. Ja. Ja. Okay, spannender Moment. Wir müssen leider das Ganze einmal durchwiegen. Aber das finde ich eigentlich ganz gut in dem Fall sogar, weil es wird sehr interessant. Was schätzt du? Die Differenz oder was wiegt? Was wiegt? Was wiegt, weiß ich ziemlich genau eigentlich.
Ich freue mich nur darauf, wenn du siehst, was liegt. Vor allem, wenn du den Endschalldämpfer hochhebst, weil ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. So, wir fangen hiermit mal an. Ich sage 8 Kilo. Na, nee, ich sag 10. Darf ich mal draufstellen? Klar. Hoffentlich wiegt es jetzt nicht 8. Halt's mal. Nee, warte kurz. Stell du dich mal drauf. Ich mich? Ja. Jetzt gibt's wieder einen Sahara-Trick hier. 80? Junge, du bist viel leichter als ich. Jetzt nimm's an, ja. Hast doch vorher gewogen. Bam! Ja. So, pass auf, 10 Kilo. Ganz gleich stehen bleiben. Ach so. Einmal Bruch heben. Ja. 25, Respekt. Jetzt überleg mal. 35 Kilo Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer ist schon... 35, ne? Ja. Ja. Das ist schon ein krasses Gerät. Oh. So, jetzt wieder Platz nehmen und jetzt kriegst du die hier noch. Da ist jetzt aber der Auspuffhall damit dran. Musste ist egal. 500 Gramm abziehen. Ich würde sagen so 14. Ach komm. Das habt ihr doch vorgedreht. Ja, das heißt sage und schreibe 21 Kilo. Mhm. Richtig gerechnet. Das geht schon, ne? Ist geil. Ja, 21 Kilo nur für... Überleg mal, 21 Kilo. Und es hört sich besser an. Und es sieht besser aus. Ja, definitiv. Okay. Anbauen, Intro checken. Au. Mhm. Jo. Au. Irgendwie... Jetzt. Aber ich muss schon sagen, passt schon wirklich geil, ne? Mhm. Auch hier nochmal ein festes Hitzeschutzblech für die Antriebswelle. Schon sexy. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie sie anhört. Gut. Aber noch können wir leider den Motor nicht anschmeißen. Max, ich würde sagen, das war's für heute. Genug geschafft für diese Folge. Denke auch, ja. Wir sind fast fertig. Das wichtigste Element von einem geilen Auto fehlt aber noch und das sind die Felgen, aber das seht ihr im nächsten Teil.